Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen bei Road to Elite, dem FIFA-Kanal, auf dem ihr garantiert nichts bezüglich FIFA 22 verpasst, meine lieben Freunde. Deshalb jetzt schon mal gerne ein Abonnement dalassen, umsonst auf Ehrenbruderbasis, meine lieben Freunde. Und heute habe ich mal wieder ein Top-Video für euch geplant, und zwar 3 sehr, sehr einfache Tipps, die man super easy umsetzen kann, die euch aber direkt automatisch wirklich besser machen in FIFA 22, in der Weekend League, euch helfen, den Rang zu erreichen, den ihr wollt. Allgemein könnt ihr das für irgendwelche Turniere, wenn ihr gegen eure Freunde spielt und so weiter, anwenden. Also sollte natürlich eher online passieren. Und ja, fangen wir mal an mit dem Tipp Nummer 1, und der wäre von mir persönlich: nutzt 3 Taktiken, Freunde. Die erste, also 3 Taktiken, ich hoffe, jeder von euch benutzt individuelle Taktiken. Einmal hier LT drücken, dann kann man hier auf individuelle Taktiken gehen, und ihr benötigt eigentlich immer, meiner Meinung nach, mindestens 3 Taktiken. Ihr könnt auch 4 machen, dann seid ihr aber wirklich ein geisteskranker Schwitzer. Welche 3 Taktiken würde ich euch empfehlen? Ich persönlich habe es so gemacht: ich habe auf Offensiv meine Main-Taktik, die ich sozusagen am liebsten spiele, wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich sozusagen einfach weiß, okay, die Taktik ist cool, mit der komme ich am besten aus. Dann habe ich auf sehr offensiv eine Taktik, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt zurücklege, in der 80. 2-0 lege ich zurück und ich brauche nochmal Tore, oder auch schon in der 70. ich brauche nochmal Tore, dann gehe ich auf sehr offensiv. Das ist auf jeden Fall eine Taktik, die jeder auch braucht, wenn man nochmal alles nach vorne schmeißen will. Habe ich jetzt 4-3-3, aber könnte man natürlich auch mit einer Dreierkette zum Beispiel dann spielen. Ist dann die Frage, ob sich das so lohnt. Also man kann natürlich dann die offensive Formation nehmen. Ich finde eine Viererkette da aber immer noch ganz cool, mit den Außenverteidigern eben weiter nach vorne. Und dann sollte man sich noch auf jeden Fall eine defensivere Taktik ranholen, die sehr, sehr wichtig ist, wenn man beispielsweise 1-0 führt, man aber merkt, der Gegner ist deutlich besser und man will eher ein bisschen dagegen halten. Man möchte eher sich auf seine Defensive verlassen, oder man merkt, der Gegner ist allgemein um einiges besser als man selber und möchte erstmal, dann ist es wirklich unfassbar wichtig, dass man die Defensive erstmal stabilisiert, guckt, dass man den Gegner verteidigt kriegt und dann Akzente nach vorne setzen. Aber nicht zuerst hier auf komplett offensiv gehen, weil sonst wird man ausgekontert und das wollen wir alle nicht. Deshalb auf jeden Fall diese 3 Taktiken haben. Ich kann euch mal meine zeigen, aber das ist natürlich kein Maßstab, weil ihr solltet vieles ausprobieren. Ihr könnt auch gerne gucken bei verschiedenen E-Sportlern. Ich habe jetzt leider noch nicht viel Gameplay auf meinem Kanal hochgeladen. Das ist eventuell ein bisschen ein Problem. Deshalb könnt ihr nicht ganz so genau gucken, ob mein Spielstil euch jetzt liegt. Deshalb mein Tipp an euch: guckt ein bisschen auf YouTube rum, welcher E-Sportler, an E-Sportlern kann man sich am besten orientieren, ist so ungefähr euer Spielstil. Das heißt, es gibt verschiedene E-Sportler zum Beispiel, die spielen offensiv. Es gibt E-Sportler, die spielen extrem auf Ballbesitz. Mooba ist beispielsweise jemand, der relativ viel auf Ballbesitz spielt und das Spiel verwalten will, auch viel mit Flanken macht. Dann gibt es natürlich verschiedene Leute, also ihr müsst einfach suchen und gucken, welcher Spielstil euch liegt. Es gibt manche E-Sportler, die spielen eher defensiv, es gibt manche, die spielen sehr offensiv, die wollen das Spiel selber machen, offensiv und so weiter. Es gibt manche, die spielen komplett auf Ballbesitz. Also genau so gucken, welcher Spielstil euch am besten liegt, und dann eben dementsprechend gucken, dass ihr dort dann eben euch inspiriert und die Taktik von dort nimmt. Meine Taktik ist jetzt so: ich kann mal versuchen, ungefähr meinen Spielstil zu beschreiben. Ich habe sehr gerne den Ball, ich spiele auch am Anfang eigentlich relativ viel rum und lasse den Ball auch gerne laufen, aber bin auch offensiv. Also ich setze gerne schnelle Akzente, wenn es nach vorne geht. Ich verwalte den Ball ganz gut und dann spiele ich meistens über mein Mittelfeld oder vielleicht sogar den direkten Pass vom Innenverteidiger auf den Stürmer. Lass einmal klatschen, und vor allem die Außen sind bei mir auch sehr wichtig. Das wäre jetzt die Formation, die ich aktuell spiele. Ich spiele aktuell mit diesem 100k-Team, weil ich habe noch 1 Million auf der hinteren Kante, werde das dann auch noch verkaufen, habe noch andere Sachen im Verein, sodass wir dann ungefähr 2 Millionen Coins haben, mit denen wir uns dann ein Team bauen werden, zu eben dem Market Crash, der dann hoffentlich kommen wird, zum Team of the Year. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr krass dann. Dann haben wir auch endlich ein vernünftiges Team. Und meine Lieblingsformation dieses Jahr ist tatsächlich die 4-3-2-1. Finde ich sehr cool. Spiele jetzt so, also wie gesagt, es ist halt ein 100k-Team, deshalb nichts Spezielles, aber kann euch noch die Anweisungen hier zeigen. Also bei den Taktiken habe ich hier das so eingestellt: ausgeglichen, ausgeglichen, 50, 52, ausgeglichen. Also ich kann euch hier ausgeglichen wirklich empfehlen, ist ganz gut. Anweisungen habe ich eigentlich fast nirgends was gemacht. Manche mögen hier mit Ding hier
abwehrüberlaufen und sowas, finde ich aber dieses Jahr nicht mal so stark, habe ich auch schon probiert. Wichtig, einer hinten bleiben bei Angriffen, das ist in dem Fall Kessier bei mir. Und bei ihm auch sehr wichtig, Mitte abdecken. Ansonsten, die Außenverteidiger habe ich dieses Jahr tatsächlich auch nichts gegeben, habe alles Standard gelassen, weil ich sehr cool finde, wie die mitlaufen und die kriegen es aber trotzdem immer sehr, sehr gut noch verteidigt, also das ist auf jeden Fall sehr cool. Die offensive Taktik von mir ist halt einfach so ständiger Druck, hier läuft in die Spitze, das ist einfach dieses Offensivmäßige. Und bei den Anweisungen habe ich hier jetzt eben nicht viel eingestellt, dass eben hier nicht hinten bleiben, sondern die sich eben auch mit nach vorne orientieren. Und bei meiner defensiven Taktik habe ich dann halt einfach die hier gewählt, wieder mit ausgeglichen, 50-50, in etwa so. Und hier habe ich dann eben die Formation gewählt mit zwei festen Sechsern. Und bei diesen festen Sechsern habe ich dann halt eben auch eingestellt, hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken, sonst den Rest habe ich alles Standard gelassen. Hier könnte man überlegen, den hinten bleiben zu geben, finde ich aber wie gesagt nicht so wichtig, weil die sich schon defensiv orientieren. Wenn man jetzt auf eine komplett defensive Formation gehen möchte, kann man das gerne machen. Das wären meine Taktiken, könnt ihr gerne mal ausprobieren, wenn sie euch nicht liegen. Dann schaut woanders vorbei, ob dort noch gute Taktiken sind, die euch vielleicht besser liegen. Aber ich persönlich muss sagen, ich bin damit sehr zufrieden. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell abhängig. Müsst ihr auch vielleicht selber mal probieren. Das ist auch cool. Also nicht immer nur von anderen übernehmen, sondern eben auch selber mal dran rumdrehen und gucken, was passiert. Genau, dann eine sehr, sehr wichtige Sache, meine lieben Freunde. Super Subs. Habt auf jeden Fall Super Subs auf der Kante. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall Spieler zum Einwechseln haben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wie beispielsweise habe ich auf der Bank hier so einen, nehmt euch da auch gerne die Leihspieler mit, zum Beispiel so einen Son, den habe ich jetzt schon ein paar Mal eingewechselt. Sehr cooler Spieler, kann man gerne mal einwechseln. Pogba wechsle ich immer ein und einen Coman auch. Alles sehr, sehr gute Spieler, kauft euch da auch Spieler, könnt auch gerne mal bis zu 10, 20k investieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Könnt ihr schon zur Halbzeit einwechseln zum Beispiel. Habe ich zum Beispiel letzte Week in League sehr, sehr oft gemacht, so ein Coman schon in der Halbzeit für einen Martial rein. Auf dem Flügel spielt Martial bei mir, deshalb Coman für ihn. Und ein Pogba kann man auch immer mal bringen, also ist, da wird es auch noch ein Video zu geben zu die besten Supersubs. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ihr wechselt. Sollte jeder machen, egal ob ihr da gute Spieler vorne drin habt oder nicht, ihr solltet wechseln. Ist unfassbar wichtig, weil frische Männer bringen euch so, so viel zusätzlich Vorteil gegenüber dem Gegner. Wenn der nicht wechselt, ist er wirklich selber schuld, Freunde, weil wechseln ist so unfassbar OP, Freunde. Ihr habt dadurch einfach nochmal so einen gewissen neue Kraft, die jeder nutzen sollte. Und zum Schluss haben wir noch allgemeine Regeln, die viele wahrscheinlich schon kennen, aber trotzdem sehr, sehr erwähnenswert, sehr wichtig in der Weekend League. Ihr müsst euch die Spiele aufteilen, inzwischen sind es 20 Games und ich persönlich bin eh der Meinung, man sollte nicht mehr als 5 Games am Stück machen, vielmehr so vielleicht 1, 2 Games am Stück und dann nochmal so eine halbe Stunde Pause, dann die nächsten 1 bis 2 Games und dann vielleicht nochmal 1. Meine Aufteilung wäre sowieso, die WL auf die Tage zu verteilen, das heißt Freitag 5 Spiele machen und Samstag 5 Spiele und am Sonntag dann 10 Spiele, davon 5 vielleicht schon morgens oder mittags und 5 abends. Wieso abends? Was hat das für einen Vorteil? Es gibt ja inzwischen wirklich sehr, sehr viele, die Weekend League nicht fertig schaffen, von der Zeit her. Da war ich letztes Wochenende auch. Sehr toll, super Beispiel bin ich hier. Für Weekend League einteilen. Ne, falls ihr wirklich gut werden wollt, falls ihr bestmöglich abschließen wollt, müsst ihr das machen. Und vor allem nochmal dazu, wieso 5 am Abend, weil dort eben sehr, sehr viele, die die Weekend League nicht abgeschlossen bekommen, quitten. Und dann kriegt ihr sozusagen Siege komplett geschenkt, wenn der Gegner einfach quittet. Passiert häufig, dann macht er ein Eigentor oder sowas. Das ist auf jeden Fall sehr cool, kann man sich gerne mal mitnehmen, wenn das passiert. Das passiert am häufigsten eben spätabend am Sonntag, wenn die Leute noch viele Games haben und das Ganze quitten müssen. Sehr wichtig, außerdem die Regeln, nicht nur einteilen, sondern auch nach schweren Spielen eine Pause machen. Genauso wie nach Niederlagen eine Pause machen. Nach Niederlagen weiterzuspielen ist das Fatalste, man wird weiter verlieren und so weiter. Und es gibt so ein Abwärtsstrudel, Abwärtstornado und ist wirklich allgemein uncool, weil man dann noch mehr verliert und man denkt sich, wieso habe ich überhaupt weitergespielt und so weiter und so fort. Also eine Pause einlegen, 2 bis 3 Stunden was anderes machen, rausgehen. Ihr wisst es selber, macht eine Pause.
Und genau das gleiche eben auch nach einem schweren Spiel. Und dann halt eben noch maximal 5 Games am Stück machen, weil sonst könnt ihr irgendwann nicht mehr, habt ihr nicht mehr so viel Energie. Und wenn ihr diese drei großen Tipps befolgt, Supersubs, die allgemeinen Regeln und verschiedene Taktiken, also drei Taktiken haben, dann solltet ihr direkt besser werden in der Weekend League. Auf jeden Fall 1 bis 2 Siege. Und wenn ihr das durchgehend umsetzt, durchgehend noch dazu trainiert, dann solltet ihr ein richtig, richtig guter FIFA-Spieler werden. Und falls euch dieses Video weitergeholfen hat, falls euch dieser Kanal gefällt, lasst gerne ein Abonnement da, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.